Hämorrhoiden sind Blutgefäßpolster, die sich im Enddarm befinden. Es sind direkte Verbindungen zwischen Venen und Arterien, wie man sie sonst selten am Körper findet. Jeder Mensch hat diese Hämorrhoiden. Sie werden erst zum Problem, wenn sie sich vergrößern. Denn dann, wie ich schon sagte, sie sind gut durchblutet, fallen sie häufig durch Blutungen auf. Wenn sie noch größer werden, treten dann Symptome wie Schmerzen, Juckreiz, Nässen hinzu. Und letztendlich treten sie dann aus dem Darm hervor und lassen sich auch tasten. Gefährlich sind diese Hämorrhoiden nicht. Auch die Behandlung richtet sich im Prinzip nach den Beschwerden des Patienten. Das geht bei kleineren Hämorrhoiden von Verödung bis hin zu Operationen, um größere Hämorrhoidalpolster zu entfernen.